Herzlich willkommen, ein fröhliches Sommerheulen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft Hard Mode. Oh, wer bist du denn? Highway to Hell oder was? Ach, der Waffenschmied. Der sieht aber, der ist, also ja, schon ein bisschen neidisch auf den Bart. Ich glaube, ich pack mal hier noch ein bisschen Erde weg. Ganz einfach, damit wir ein bisschen Erde haben, um Löcher zu stopfen. Und überall im Dorf sind ganz viele Löcher, wo ganz viele treue Dorfbewohner reinfallen können, die ansonsten sehr viel Zeug geben könnten. Deswegen werde ich mal versuchen, hier ein bisschen Erde wegzunehmen, bevor ich das Haus weiter ausbaue. Das gehört natürlich auch noch dazu. Die Hühner, die lasse ich schon mal frei laufen, das habe ich mir schon mal gesetzt. Nahrung kriegen wir ja eigentlich durch Landwirtschaft schon mal ganz gut. Und dann wollte ich noch die Schubladen ausprobieren. Ich glaube, das haben wir heute alles vor. Mal sehen, ob wir das schaffen. Okay. Wie viel habe ich jetzt? 54. Naja, 55. So, dann versuchen wir mal einen Löffel. Ein paar Löffel zu stopfen. Wo muss ich denn lang? Das brauche ich noch nicht stopfen. Erstmal die wichtigsten. Ich suche noch. Ich könnte theoretisch, das ist mir gerade mal so eingefallen, ganz spontan, ich könnte auch Actraiser 2 mal ausprobieren. Ich weiß, dass es eines der für mich schwierigsten Spiele überhaupt ist. Und ich mich da sehr ärgern würde. Actraiser 1 wäre teilweise schon ärgerlich. Aber wo ich mich besonders geärgert habe in letzter Zeit, war bei Gothic. Weil die Monster, die Feinde, du hast einen Gegner hervorragend bekämpft. Hast vielleicht einen spannenden Kampf hinter dir gehabt, bist du auf 20% runtergeknüppelt worden. Und bevor du deinen finalen Hit ansetzen kannst, stirbst du. Warum? Er hat noch einen letzten, ultimativen Schlag gegen dich ausgeführt und du bist tot. Das finde ich immer so... So, genau so finde ich das. Naja. Hat mir das die Lust nur ein bisschen genommen? Nee, kann ich nicht sagen. Die Kohle kann ich aber noch mitnehmen. Hause. Hier sind zu viele Höhlen. Ich glaube, daran werde ich wieder scheitern letztendlich. Nicht, dass ich dann irgendwann wieder so einen Creeper-Abend habe. So, ich packe erstmal die Kohle ein, ne? Was war das denn? Gerade ein Huhn geplöppt. So, pack mal ein. Ich könnte aber nochmal einen 256er Texturenpack ausprobieren. Ob es Chroma Hills auch 256 gibt? Muss ich gucken. Ich hatte bloß anfangs erstmal 128 versucht, weil ich das letzte Mal auch mit 128 gespielt habe und damit nicht mehr gut gefahren bin. Der kommt da nicht mehr raus. Ich mach mir doch nichts mehr draus. Geh einfach raus. Wo kann ich denn hier noch ein bisschen was verwerkeln? Werkeln? Hier. Ich brauche nämlich noch eine neue Schaufel. Ich brauche vielleicht auch ein paar Töcker. So vielleicht. Okay. Ich habe schon wieder eine volle Tasche. Volle Hose. Hört sich falsch an. Wo habe ich denn die Erde eben abgeklöppelt? Da könnte ich ja nochmal ran. Das könnte ich natürlich auch wegnehmen, dann ist die Höhle nicht auch weg. Obwohl ich mal da. Vielleicht kann ich da später noch eine Überfahrt machen oder sowas. Ich werde das hier ein bisschen versuchen einzuebnen, ein bisschen hübscher zu machen. Wenn das unser Dorf werden soll, dann muss das auch unser Dorf und schöner werden. So kann man das natürlich auch sagen. Komm ich mal ran. Habe ich hier vorhin schon was weggenommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich war da auf der anderen Seite. Ach, ein Dorf. Das Dorf der... Wie habe ich es denn genannt? Dingenskirchen. Ach ja, wir befinden uns gerade in Dingenskirchen. 0815. Die Ziel-Ex auf euren Augen eingeben, dann könnt ihr nachbauen. Oder auch eingeben, wer denn möchte. Keine Ahnung. Ich finde es schön hier. So. Den Tempel haben wir auch schon gesehen. Den muss ich immer noch aufsparen. Erst eine anständige Rüstung, dafür brauche ich Kühe. Ich werde später natürlich noch ein bisschen Landwirtschaft machen, wegen Schafen und Kühen. Vielleicht noch Schweine. Hühner lasse ich frei laufen und Hasen. Ich finde Hagen nicht mal so niedlich, da brauche ich auch eine dicke Farm von.
Straßen fahren. So, warum habe ich die Erde hier weggenommen? Die Erde habe ich hier weggenommen, damit ich die Löcher stopfen kann. Perfekt. So, damit ich die Löcher stopfen kann, die hier überall im Dorf rumstehen. Und damit die Leute da nicht weiter reinfallen, machen wir die Löcher erstmal zu. Wir können dann später die Höhlen noch erkunden. Denn wir produzieren damit ja einige Höhlen, die jetzt quasi noch offen stehen. Jetzt muss ich die aber erstmal wiederfinden. Die war noch in der Dorf mit, das da nicht. Das ist die Schmiede. Ah, hier steht doch alle so gefährlich dran rum. Ja, hab dich gesehen. Egal. Dum, dum, dum. Der hält 5 Schläge aus. Ich hoffe, ich bereue es nicht, hier rumzukloppen. So. Wenn jetzt ein Creeper ankommt, dann habe ich schon mal die A-Karte gezogen. Ich glaube ja nicht dran. Ich glaube immer an das Gute, auch in dem Spiel. So. So, jetzt machen wir zu. Soll ich mir die noch mitnehmen? Eigentlich wollte ich ihn doch nicht mitnehmen. Egal. Dam, 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 dam. Dam, da, 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 dam. Dam, da, 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 dam. Dam, dam. Bumpf, da, da, bumpf. Okay. So. So. Erfolgreich abgeschlossen. So, da können wir später meinen Weg nochmal reingucken. Ich werde mir sowieso nicht merken, wo die ganzen Höhlen hier überall stehen. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Ist doch gar nichts, oder? Habe ich da gerade ein Nessen gesehen? Ein Creeper-Spawner? Ach nee, das ist was anderes. Ist hier weg. Ich hab Skelett gesehen. Du auch. So, gehst jetzt da hoch? Geh weg. Ich hau dich doch jetzt nicht. Jetzt geh schon. So, machen das halt so zu. Okay, da kommt schon mal keiner rein. Ich würde das Loch zwar großzügiger zumachen wollen, aber solange er dann noch rumstiefelt. Ich könnte es hier eigentlich auch. Soll ich das noch weiter einebnen? Aber ich habe keine Dings mehr, keine Schaufel mehr. Warum spielt ihr eigentlich mal das Gleiche? So. Ich lasse ihn das erstmal auf. Was war das? Verkloppt er da die Hühner da unten? Da werde ich aber unfreundlich. So, war hier noch ein Loch? War hier noch ein Loch? sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich werde meine Erde noch los, glaube ich. Wenn hier noch irgendwo Höhlen sind. Ich schließe die Höhlen einfach alle zu. Dann schließe ich die später wieder auf, wenn ich die Kohle brauche, zum Beispiel. So. Können die meinetwegen spawnen, wie sie fröhlich sind. Dann weiß ich hier schon mal, aha, Höhle, hat er da was stehen lassen. Ein Margaretchen. Mein. Oder lass ihn stehen. Vergiss mein nicht. Nein, ich vergesse es nicht. So, Rezepte auch. Kann ich mir bestimmt Farbe mitmachen. Die habe ich doch freigelegt, die Höhle, ne? Ja, die haben wir offengelegt. Es ist schon wieder Abend. Es ist schon wieder Freitag. Nein, heute ist Samstag. Guten Tag. Ups. Vor Freude erstmal die Erde hingesteckt. Still. So, das Fleisch müsste doch schon durch sein. Ich habe ja noch mehr Fleisch. So, ich bin da auch keiner, der irgendwie sparsam mit dem Zeug umgeht. Mit, Kohle. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Dann holen wir uns halt neu. Du kannst nachts schlafen. Das kann ich erstmal reinpacken. So.
Okay, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Vielleicht sollte ich noch eine. Es ist mein Bett. Tschüss. Gibt's ja wohl nicht. Komm hier mal im Schlafen zu. Guten Morgen. Ach, ein Schäfer. Nee, ich habe leider keine Wolle. Da müssten Sie nochmal später wieder. Ich beobachte dich. Schon seit Stunden. Ja, ihr habt gesehen, was du getan hast. Du hast geschlafen. Ja, es ist auch richtig. Ausbauen. Wie können wir das denn ausbauen? Ich finde, das Haus ist ein bisschen schlank. Ich würde das ja gerne doppelt so breit haben. Soll ich mal so mutig sein, einfach mal das doppelt so breit machen? Dann macht dieser Vorplatz, Vorbau da auch mehr Sinn. Dafür bräuchte ich allerdings Steine. Doppelt so breit. Und vielleicht lasse ich den Boden noch eins tiefer gehen. Wo dann würdest du mit dem Treppchen runterkommen. Aber dann passt das da drüben auch besser. Wenn ich den Boden einfach eins rausnehme, habe ich auch wieder Steine. Und das muss ich sowieso aushöhlen. Also da werde ich nicht drum rumkommen. Ich nehme erstmal eine Schicht raus. Und die hänge ich dann an der Seite ran. Dann könnte das Haus ein bisschen breiter sein. So, fangen wir doch einfach mal an. Das ist auch schön gewesen. Der Rüstschmied geht schon wieder. Ach, was baut der denn da für einen Scheiß? Dann gehe ich mal lieber raus. Tschüss. So. Die gucken mir alle zu. Ich höre mich. Oh, dieses. Ich höre es nur noch stöhnen in der Ecke. Ich weiß, wie ich das Dorf nenne. Stöhningen. Genauso hört es sich an. Dönekins und Stöhningen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Boden mache. Vielleicht aus Sandstein. Dann noch einen Teppich später reinlegen. Das muss auf jeden Fall noch ausgehöhlt werden. Yes. So. Ich meine, so hoch. Okay. Wenn ich das doppelt so breit mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ach, stimmt, der hier ist am Feld. 1, 2, 3. Soll ich das Feld kaputt machen? Ich kann das Feld auch einfach kleiner machen. Oder ein kleines Feld raus. Oder ich drehe das Feld und das wird dann hier lang gehen. Ja, genau so fühle ich mich jetzt. Ich muss auch einmal den großen loslassen. Ja, ich glaube, ich drehe das Feld. So. Ach. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann kommt das hier hoch. Dann kommt da Holz dazwischen. Ich fühle mich leicht beobachtet. Ich weiß nicht warum. So, dann kommt hier natürlich auch sowas hin. Nein, da nicht mehr. Ich will das aussehen lassen wie drüben. Ich mach's bloß bleiter. Ich baue ja normalerweise nicht selber die Häuser, also auch vom eigenen Gehirnschmalz her. Aber diesmal baue ich es einfach nur nach. Ich werde das einfach ein bisschen umformen. So. Ach, guck mal, hier ist das nächste Feld. Das passt doch. Ich könnte natürlich das Feld auch einfach hier rüber teleportieren. Teleportieren ist gut. Das wäre auch noch eine Idee. Später. Erstmal das Haupthaus. Das, ja. Das Schloss. Kleines Landanwesen. Hallo. Ja, wir sind noch im Bau. Das dauert noch ein bisschen. Ja, genau. So. Die Wand kann ich auch rausnehmen. Die brauche ich nicht mehr. Ich kann vielleicht später hier noch eine Zwischenwand einziehen oder. Das weiß ich, was ich aus dem großen Raum da mache. Vielleicht zwei oder drei Räume. Auf jeden Fall noch ein Oberstückchen. In meinem ist noch alles in Ordnung. Wirklich. Ja. Haben wir das auch geklärt? Wo? Kann ich hier noch ein bisschen hochgehen vielleicht? An der Stelle. Oh Gott, so langsam. So.
Ja. Na, ich versuche das gerade so ein bisschen zu kopieren, was hinter mir hier schon. Da. Was? Wo kommt denn der Stein her? Achso, das war ich. Okay, jetzt brauche ich auch wirklich langsam Steine, glaube ich, ne? Oder habe ich unten noch welche? Da muss ich mal gucken. Das sieht ja auch sehr hübsch aus bisher. Steine! Vielleicht werde ich da offline auch ein bisschen was noch aufhübschen, das weiß ich noch nicht. Nö, ich denke, ich nehme euch bisher immer mit. Ich hätte mir jetzt, wenn ich schlau gewesen wäre, schon das Holz rausgeholt, aber das bin ich nicht. So, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Mit. Oh, die stöhnen hier was zurecht. Will ich hier wirklich wohnen? Ich glaube, ich werde viel wandern, viel auf Wanderschaft, viel unterwegs sein. Um mir das zu ersparen. Ja. Au! Ah, mein Ohrläppchen. Man muss sich einfach auf mit den Mitmenschen hier anfreunden können. Muss ich ja im Klaren sein, dass man hier später das ganze Leben lang mit wohnen wird. Deswegen tut man sich ja keinen Zwang an, wenn man hier einfach mal ein fröhliches Morgen oder sowas in die Runde schmeißt. Das tut ja nicht weh. Dam, 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 dam. So, das ist schon mal das Steinfundament. Ist das ein großes Haus? Ja, ne? Kann man anbieten. Machen wir den Vorbau, machen wir dann auch doppelt so groß, würde ich sagen. Das heißt, diese Wand würde dann auch wegfallen. Denn wir machen da ja... machen das ja ein bisschen größer. Ein bisschen schöner, ein bisschen hübscher, hoffentlich. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wow, ich habe schon ein Eichenholzbrett. Habe ich dann schon Eichensetzlinge? Nee, das sind Akazien. Verrottetes Fleisch. Habe ich keine Eichen? Habe ich überhaupt... Da ist Eichen. Das war meine Karotte. Dann nehme ich die hier erstmal weg. Müssen uns ein bisschen um Nachhaltigkeit sorgen. Denn ich möchte natürlich auch die... Und mir ist allgemein das Spiel ein wenig zu dunkel. So. Ich hoffe, hier fällt nachher irgendwas. Dam, 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 dam. Ich habe auch überlegt, ob ich schon einen Baummod installiere, der... ähnlich wie in Minecraft war das 1.3, 1.4, ich weiß es gar nicht mehr. Früher, sag mal früher, war es nämlich so, dass die Bäume automatisch gewachsen sind. Erst waren es kleine, popelige, dann waren sie vielleicht diese Größe, hatten sie diese Größe und später hatten sie dann irgendwann... Ist da noch was Großes hinten? Nö. Naja, sie waren dann jedenfalls auch größer. Und auch die Birken waren anfangs kleiner und wuchsen dann ein bisschen heran. Also anfangs so, später dann so. Naja, vielleicht installiere ich mir so einen Mod auch, dass man da so ein bisschen... dass so ein bisschen Atmosphäre zurückkehrt. Mouse Creatures habe ich auch schon überlegt, aber da brauche ich einen extra Loader für. Da war ich bisher mal zu blöd dazu. Gebe ich ganz offen zu. Da-dam, dam. Ich packe noch das an. Und dann mache ich mir... Was mache ich mir denn? Wieso habe ich denn jetzt in der Hand? Achso. Ich wollte nur Bretter haben. Und vor allem wollte ich Setzlinge haben. Setzling? Setzling? Den Baum lasse ich auf jeden Fall stehen, der sieht gut aus. Ein bisschen Ästhetik möchte ich ja auch walten lassen. Dam, 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 dam. Hier gehen wir doch so ein bisschen in den Wald über, das ist doch in Ordnung. Deswegen ist es doch auch in Ordnung, wenn ich mir so zwei, drei Bäumchen hier mal rausknöpfe. Damit ich ein paar Setzlinge und vor allem auch Holz bekomme. Denn... Was wollte ich denn mit dem Holz machen? Ich wollte das Haus, ich wollte vor allem den Hausvorbau ein bisschen schöner machen. Da muss ich mal sehen, ob ich das überhaupt hinkriege. Denn, die Rohstoffe, es ist ja immer so. Vielleicht sollte ich auch bald wieder ins Bettchen huschen. Das scheint schon wieder dunkler zu werden, wenn ich mir recht die, Helligkeit so anschaue. Haben wir schon Nachmittag? Ja, wir haben schon Nachmittag. Habe ich schon Setzling bekommen? Einen, das ist viel. Jetzt stelle ich da hin. Ist der Baum schon mal wieder da? Dam, dam, da, 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 dam, dam. Wo ist die Sonne? Da kommt die Sonne. Okay, die warten mal noch, dass wir dann gleich ins Bettchen huschen. Ich überlege nämlich gerade, vielleicht mache ich nochmal
ein Aufnahmepäuschen, kleines, ja. Da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam. Das Bettchen gehe ich aber noch. Mist. Muss ich jetzt machen, sonst wird mir das so spät. Ich komme dann gleich nochmal zurück. Ist hier noch ein Setzling? Kein einziger Setzling aus diesem Baum gefallen? Das wird ja ein Spaß. Ich könnte zum Beispiel auch Pam's Harvest Craft installieren, aber da habe ich erstens nur Standardtexturen bei den Sachen. Und zweitens... Ich denke mir so viel um die Ohren. Geht mir das noch gut? Wenn ich irgendwas installiere, was mir wieder mehr Arbeit bereitet, als ich eigentlich haben möchte. Obwohl wir ein schönes, großes Feld hatten letztes Mal. So, jetzt will ich mal nochmal die Setzlinge holen. Ah! So, die da hinten hole ich auch noch ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Hard. Bis dahin sage ich Tschüss!